Meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unix Basics Tutorials. Ja, es ist eine Weile her, dass die zweite Folge jetzt herausgekommen ist praktisch. Und jetzt sind wir endlich bei der dritten Folge angelangt. Und in dieser dritten Folge erkläre ich euch mal ein bisschen, wie man Dateien wirklich bearbeitet. Also wie wir es praktisch gewohnt sind, auch von Windows. Also dass wir einfach, zunächst mal werden wir einfach nur Daten reinschreiben und anhängen an eine Datei, und dann werden wir wirklich mit einem auf der Konsole basierenden oder sogar mit mehreren Editoren praktisch arbeiten. Also es gibt natürlich einen Texteditor unter jedem grafischen Unix oder Linux, der heißt gedit oder kwrite, kommt davon, ob man GNOME oder KDE hat. Ja, aber die sind, ich sage es mal, zu einfach, um sie hier vorzuzeigen, weil es geht ja hier primär um die Konsole und um zum Beispiel die Serververwaltung. Wenn wir jetzt einen Server haben, dann haben wir ja meistens keine grafische Oberfläche. Und wenn doch, dann ist das ja relativ einfach. Also einfach den Editor aufmachen, was reinschreiben, speichern, fertig. Ja, auf der Konsole gibt es da einige andere Tricks. Ich zeige euch einfach mal, wie man grundsätzlich mal was auf dem einfachsten Weg, den es gibt, überhaupt in eine Datei schreibt. Also nehmen wir an, ich hätte gerne den Text Hallo Welt in einer Datei test.txt oder text.txt stehen. Dann sagen wir test.txt. Dann mache ich einfach, also wir wissen ja, wenn man eingibt Echo und dann Hallo Welt zum Beispiel, dann kommt Hallo Welt auf die Konsole. Jetzt habe ich, bin mir nicht sicher, ob ich das ob ich das in der letzten Folge schon erklärt habe, aber man kann mit diesem größer als Symbol, ja, größer als Symbol, die Ausgabe, die ein Programm normalerweise erzeugen würde, mehr oder weniger, in eine Datei umleiten. Das ist natürlich sehr vorteilhaft jetzt in unserem Fall, weil man kann einfach machen echo hello world und dann test.txt. Schauen wir mal, die Datei ist da. Wir machen cat test.txt und sehen, dass hier das Hallo Welt drinnen steht. Ja, ist noch nicht sonderlich aufregend. Also wir können hier nochmal was reinschreiben, wenn wir hier Hallo Welt 2 reinschreiben. Dann sehen wir aber, dass jetzt das Hallo Welt, das Originale, nicht mehr drin steht, sondern nur mehr Hallo Welt 2. Das liegt daran, dass dieser Operator hier, also das größere als Zeichen, das einfache, tatsächlich nur wirklich den eigentlich diese Datei zuerst leert und dann hineinschreibt. Also es fängt praktisch bei der ersten Position wieder an. Das können wir so verhindern, indem wir einfach zwei dieser Zeichen machen. Wenn wir jetzt auf die Ausgabe schauen, dann sehen wir, dass hier Hallo Welt zweimal drin steht. Einmal von hier oben und einmal, weil wir hier zwei von diesen größer als Symbolen verwendet haben, steht es ein zweites Mal drunter. Man merkt auch gleich, dass dieser Operator hier, ich weiß nicht, ob das ein Operator ist, aber dieses Zeichen hier praktisch, die eine New Line macht, also das Ganze in eine neue Zeile schreibt. Das ist ja möglicherweise nicht das, was wir immer möchten. Das wäre mal der erste Nachteil praktisch davon. Und außerdem können wir mit dieser Methode nichts löschen. Also wir können nur entweder alles löschen, aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel hier verschreibe, wenn ich zum Beispiel Hallo Welt schreibe, dann kann ich das nicht mehr weglöschen. Ich müsste dann alles neu reinschreiben. Diese Methode ist vor allem nützlich dann, wenn man zum Beispiel Logfiles anlegt und nur ein simples Shell-Skript zum Beispiel hat oder ein simples Bash-Skript in unserem Fall, und man möchte einfach alle Ausgaben in den Logfile schreiben. Dann macht man es einfach so, dass man hier Echo mit diesen zwei größer als Zeichen macht in eine Logfile-Datei und dann war's das. Für die tatsächliche Textbearbeitung ist das, wie man ja schon sieht, eigentlich nicht sonderlich gut geeignet, sage ich jetzt mal. Da gibt es bessere Methoden, zum Beispiel den VI. Wenn ihr schon ein bisschen euch mit Linux beschäftigt habt oder mit Unix, dann wird sich wahrscheinlich die Zehennägel aufstellen bei dem Wort. VI oder VI ist ein Editor, der auf jedem System installiert ist. So ziemlich. Also auch wenn ihr zum Beispiel, das kommt vor allem dann in Frage mehr oder weniger, wenn ihr Router
zum Beispiel konfiguriert und aufsetzt, weil auf Routern ist meist nicht viel Software drauf, sondern meistens nur einfach ein VI und das war's auch schon. Deswegen muss man auch etwas wissen, wie man mit diesem Teil umgeht, auch wenn es wirklich, wie sagt man das am besten? Es hat nicht die beste Steuerung. Also wenn ich jetzt hier mal einfach VI aufmache, ja, okay, ich habe hier keinen VI installiert, sondern den Vim, der Vim VI Improved. Da ist nicht viel Unterschied. Nur dass es ein bisschen schöner ausschaut und dass es ein bisschen mehr Hilfe und so gibt. Ja, ich gehe jetzt mal wieder hier raus, indem ich Doppelpunkt Q eingebe. Und mach mal test.txt mit diesem V auf. Jetzt sehen wir hier das Hallo Welt, Hallo Welt 2, also Hallo Welt 2, Hallo Welt 2 und Hallo WLAN 2 drin steht. Jetzt möchte ich dieses A löschen, weil da habe ich mich hier verschrieben. Dann müssen wir hier einfach auf Entfernen drücken und können das Ganze löschen. Also das ist praktisch schon ein ganzer Texteditor. Wenn wir was einfügen wollen, dann müssen wir zuerst auf das I drücken, auf der Tastatur. Und dann, hoppla, und dann, ja, wie gesagt, die Controls sind nicht wirklich die besten hier. Mit D löscht man eine Zeile. Ich kenne mich jetzt auch nicht so wirklich aus mit dem Ganzen. Ja, nein, schnell raus hier. Wenn man dann Escape drückt und Doppelpunkt WQ Rufzeichen, dann ist das praktisch der Shortcut, also das hier unten sieht man das in der Ecke. W steht für Write, Q steht für Quit und Rufzeichen steht für, was steht das Rufzeichen? Ich glaube für Überschreiben, wenn die Datei schon existiert. Ja, das heißt, jetzt sind wir da draußen aus dieser Hölle. Und jetzt schaue ich mal kurz. Da habe ich mich eigentlich nicht darauf vorbereitet. Ja, gut, ich habe Nano installiert. Mein persönlicher Favorit im Sinne von Konsolentexteditoren ist der sogenannte Nano. Den führt man einfach aus, indem man Nano test.txt zum Beispiel. Ja, der ist nicht auf jedem Computer installiert. Den muss man unter Umständen dazu installieren. Aber er ist auch auf ziemlich vielen Systemen, zum Beispiel hier auf meinem Debian 7 war er vorinstalliert. Hier können wir ganz einfach so wie in jedem anderen Texteditor einfach irgendwelche Zeilen hinzuschreiben. Wenn wir dann strgx, also wir sehen hier unten dieses Zirkumflex X, also dieses Häkchen praktisch, steht immer für Steuerung, also strg. Das heißt, wenn wir hier strgo machen zum Speichern, Dateiname zum Speichern ist das, was wir es aufgemacht haben, sagen wir okay, 5 Zeilen geschrieben, dann strgx zum Beenden und passt. Wir können natürlich auch nur strgx drücken, dann fragt er, veränderten Puffer speichern, gibt man ein J für Ja, test.txt, passt, Enter und wir haben es wieder gespeichert. Also dieser Editor ist sehr komfortabel, mehr oder weniger. Ja, also ich möchte jetzt hier keine Empfehlungen abgeben. Es gibt durchaus Leute, die mit dem Vi oder mit dem Vim super umgehen können. Aber ich persönlich bevorzuge, wie gesagt, den Nano und er ist jetzt auch nicht so speicheraufwendig, wenn wir hier mal schauen. Cat slash bin. LS natürlich. Ja. Dann sehen wir, dass der nur 19. Oh, 192 Megabyte. Das ist doch etwas viel. Ich hätte weniger erwartet eigentlich. Ja, wobei der Wii ja wirklich gar nichts verbraucht eigentlich. Oh, den gibt es gar nicht. Super. Ich hätte mich vielleicht in dieser Hinsicht darauf vorbereiten sollen. Aber ja, es ist jetzt nicht so eine großartige Speicherbelastung jetzt. Ach so, Blödsinn, das sind ja gar keine Kilobyte, sondern das sind Byte. Das heißt, das ist 192 Kilobyte groß. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja, 192 Kilobyte sind nichts eigentlich. Trotzdem, auf manchen Routern gibt es auch teilweise keine Paketverwaltung, sondern man kann einfach nur den Wii verwenden und sonst muss man sterben, wenn man den nicht verwenden möchte. Ja, ich denke mal, das war's auch schon zu dieser Folge. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch so erzählen könnte. Ja, wie gesagt, es gibt eben dann. Ich schaue mal, ob ich den hier finde, wenn ich aus dem Vollbild rausgehe. Unter Zubehör wahrscheinlich. Genau, gibt es hier den GAD Text Editor, der funktioniert genauso wie Notepad unter Windows. Er ist sogar noch leistungsfähiger.
Ja, man schreibt hier einfach was rein, druckt STGS und speichert das einfach irgendwo ab. So, fertig. Das ist jetzt nicht so kompliziert, deswegen habe ich das hier nicht erklärt, aber ja, auf der Konsole sollte man halt doch wissen, was man tut. In diesem Fall. Ja. Gut, ich würde mal sagen, das war's jetzt. Mir bleibt nur noch zu sagen. So, mir bleibt nur noch zu sagen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurem Unix und euren Texteditor auf der Konsole. Und auf Wiederschauen.